Guten Tag. Mein Fotolehrer, von dem ich wahrscheinlich am meisten gelernt habe, hat immer gesagt, du musst dein Ding finden. Diesen Satz habe ich häufig gehört und er meint damit, du musst dein Thema finden, du musst dich an deinem Thema abarbeiten und dann wirst du besser. Und wenn du dich für so ein Messsystem interessierst, dann geh da rein, arbeite daran, besorg dir alle Literatur und dann wirst du darin gut werden. Wenn du dich für Streetfotografie interessierst, dann mach das und dann lass das so ein Messsystem mal beiseite und interessiere dich richtig tief dafür. Ich war ein bisschen genervt von dem Satz, weil mit 17, 18, 19 habe ich mich für wirklich sehr, sehr vieles interessiert. Und es ist heute immer noch so, bloß dass ich seitdem ja viel Zeit hatte, mich mal ein Jahr mehr mit dem Zonenmesssystem zu beschäftigen und ein Jahr mehr Streetfotografie zu machen. Und dadurch bin ich da ein bisschen ruhiger geworden. Was mich damals aber genervt hat, er hat das mit so einer Vehemenz gesagt, das hat mir gar nicht so geholfen. Ich wusste nämlich nicht, wie ich mein Ding finde, wie finde ich mein Thema, wie finde ich meine Sprache. Und ich denke, in der Fotografie ist es einer der schwersten Sachen überhaupt, dass man sein Thema oder seine Bildsprache findet oder dass man begreift, wer bin ich überhaupt in dem Kosmos Fotografie, damit ich dann da arbeiten kann daran und besser werden kann. Und nach all den Jahren habe ich eine Sache gefunden, die mir geholfen hat und die ich denke, die auch anderen helfen kann, das rauszukriegen. Und zwar sind es Kontaktbögen. Zuerst einmal die Frage, was ist ein Kontakt? Wenn ich einen Film habe, den zum Beispiel, dann ist ein Kontakt, wenn die Negative im Dunkeln auf das Fotopapier gelegt werden und Licht durchgemacht wird, dann haben die negative Kontakt mit dem Fotopapier. Ich nutze dafür im Dunkeln diese Vorrichtung, aber habe das jahrelang einfach mit einer Glasscheibe gemacht. Jedenfalls klappe ich das so auf. Wenn das im Dunkeln jetzt das unbelichtete Fotopapier wäre, würde ich das hier so reinlegen und würde die einzelnen negativen Streifen so darauf legen. Dann würde ich die Glasscheibe wieder drüber machen, Licht anmachen, immer dasselbe, eine weiche Gradation vom Papier hernehmen, zum Beispiel 10 Sekunden ist der Vergrößerer an, notiere ich mir dann. Und so mache ich alle Kontakte gleich. Dann nehme ich die Negative wieder raus, mache die wieder hier zurück in das Teil. Und entwickel das im Dunkeln und dann kommt das hier raus. Das ist ein Kontakt. Oben fängt der Film an, unten endet er. Und das hefte ich dann ab. Das ist jetzt ein Film von einer Workshop-Teilnehmerin, die den nicht abgeholt hat, da war die dann krank, keine Ahnung, hat sie nicht mehr so interessiert. Viele Teilnehmenden interessiert der Kontakt nicht so. Für mich ist der super wertvoll für meine Arbeit. Und man kann auch von Mittelformat-Filmen Kontakte machen. Also das hier zum Beispiel ist ein Mittelformat-Film und im Dunkeln wird der dann so raufgelegt und dann entsteht das. Was ist kein Kontakt? Das hier ist kein Kontakt, das ist ein Indexprint. Wenn man den Film entwickeln und scannen lässt, dann wird manchmal im Labor von dem Film so eine kleine Übersicht gemacht. Die kann zwar helfen, so ein bisschen durchzusehen, was auf dem Film ist, aber erstens ist es ziemlich klein und zweitens sind die Bilder ein bisschen beschnitten, gar nicht komplett drauf und der Scanner macht so eine gewisse Helligkeitsausgleichung. Das heißt, in dem Kontakt hier sehe ich, dass dieses Bild krass heller ist als das Bild. Und der Scanner würde das angleichen, damit man möglichst viel sieht. Und bei Farbfilmen ist mir das zu teuer. Also das hier zum Beispiel ist
Ein richtiger Farbkontakt, das kostet mir zu viel. Ich habe kein Farblabor, ich muss die weggeben. Und wenn ich den Film entwickelt habe, möchte ich eigentlich auch gerne sehen, was sind da für Bilder drauf. Ich will damit losarbeiten. Wenn ich da noch einen Kontaktbogen von machen lasse, dann dauert das nochmal eine Woche. Die habe ich nicht oder ich bin zu ungeduldig. Und deshalb habe ich auch phasenweise in den letzten Jahren das eingescannt und über die Kontaktsheet-Funktion von Photoshop mir so eine Übersicht machen lassen. Das hat einen Nachteil. Erstens wird die Helligkeit wieder ausgeglichen und das Bild ist vielleicht viel dunkler als das Bild, aber hier sind sie ähnlich. Und das ist für mich Bild 0, das ist für mich Bild 1, 2, 3, 4. Aber hier auf dem Film ist die Nummerierung anders und oft stimmt es nicht überein. Und dann sage ich dem Laboranten, ich will Bild 1, 2, 3, 4, aber auf dem Film ist das Bild Nummer 5. Und deshalb muss man das mit so Punkten machen und die müssen es dann raussuchen. Das schafft Unübersichtlichkeit. Und mir ist wichtig, dass es wirklich eindeutig ist. Ich habe schon Filme abgegeben und habe gesagt, das Bild möchte ich vergrößert haben. Und dann ist es das Falsche geworden. Und auch mir selber ist das manchmal passiert. Jedenfalls finde ich es gut, wenn das, was hier drauf ist, wirklich dem entspricht, was auf dem Film drauf ist. Und die Versuchung ist groß, dieses Bild gar nicht mit drauf zu machen. Dann sind die anderen alle ein bisschen größer. Aber die Bilder, die nichts geworden sind oder wo man schon sieht, das bringt gar nichts, die sind für mich der Schlüssel bei einem Kontakt zu der Arbeit, über die ich gerade spreche. Was ist ein Superkontakt? Das ist ein Superkontaktbogen. Ich habe ein Thema gehabt und auf dem gesamten Bogen ist dieses eine Thema drauf, wie ein Möbelstück aufgebaut wurde oder abgebaut wurde. Das habe ich für einen Freund in der Galerie aufgenommen. Auf diesen Kontaktbogen bin ich stolz, deshalb habe ich auch das Geld ausgegeben für das Labor, die da einen analogen Kontaktbogen gemacht hat. Genau wie hier, Kreidefelsen, Rügen. Ich wollte da schon immer mal mit dem Boot rumfahren und wollte jeden einzelnen Hügel, jeden einzelnen Abschnitt fotografieren. Und als der Film voll war, war ich wieder zurück in Sassnitz. Es ist im Prinzip vom Kreidefelsen der Weg zurück komplett drauf. Das ist untypisch für meine Arbeit, extrem untypisch. Auch das hier ist schön, aber untypisch, wie ein Bett auf- oder abgebaut wurde, ist komplett hier drauf zu sehen, finde ich schick. Was ist typisch für einen Kontakt von mir? Ich fotografiere Blumen, das Licht reicht nicht mehr aus, auf dem Film sind vielleicht noch 10 Bilder drauf. Ich will den Film entwickeln und denke, ich habe ja noch 10 Bilder drauf, was mache ich denn da? Mache ein paar Selbstporträts, fotografiere mich oder irgendwas, was mir vor die Linse kommt. Und dann mache ich einen Kontaktbogen von dem Film. Und dann sind da die Bilder von mir. Und manches ist dann vielleicht ganz gut, was auf den letzten Bildern drauf ist. Aber wenn das jetzt ein Auftrag wäre, würden die stören. Die sind aber interessant für mich. Ich kann daran was ablesen. Zum Beispiel hier ein Kontaktbogen von einem Film aus den 90er Jahren. Ich habe einen Freund fotografiert, wie er in der Dusche sitzt, fand das irgendwie spannend, habe irgendwie Streetfotografie gemacht, bin rausgegangen im Dunkeln, hatte ganz klare Vorstellungen, was ich fotografieren will. Aber dann habe ich auch mich fotografiert. Und ich stelle fest, das ist ein Thema, was immer wieder vorkommt. Und mir ist das gar nicht bewusst gewesen, dass ich mich selber so oft fotografiere. Das sehe ich in den Kontakten. Und wenn es Digitalfotos gewesen wären, dann hätte ich einen Ordner gemacht zu dem Thema hier im Schnee, Stadtlandschaften, und dann wären die vielleicht rausgeflogen, weil sie mir gar nicht gefallen hätten oder weil sie irgendwie nicht zum Thema gepasst hätten. Hier sind sie aber zusammen wie unzensiert auf einem Bogen. Das ist auch ein typischer Kontakt. Das Thema Wald kommt immer mal wieder vor. Ich habe aber damit noch nichts gemacht. Ich habe noch keine Ausstellung gemacht, nichts. Wenn ich die Kontaktbogen mal angucke, stelle ich aber fest, dass das immer wieder stark vorkommt. Und hier ist ein Auftrag. Hier habe ich eine Wohnung fotografiert und das mischt sich in dem Kontaktbogen. Der Auftraggeber hat nur das bekommen. Aber für mich bleibt dieser Kontaktbogen wie so eine Seite in einem Tagebuch. Hier habe ich wieder ein Projekt, wo ich mir vorgenommen habe, für eine Stunde eine
bestimmte Personen zu fotografieren mit einem Objektiv in einer Location. Dann wird es immer dunkler und ich kann an dem Kontaktbogen sehen, wie das Licht langsam nachlässt. Ich sehe aber auch etwas, dass ich mit Schärfe und Unschärfe gespielt habe, dass hier die Person scharf ist und hier habe ich den Hintergrund scharf gestellt. Für mich völlig unbedeutend eigentlich. Ich habe da mal was probiert, so wie viele mit ihrer Kamera mal was probieren. Durch die Kontaktbögen ist mir aber aufgefallen, dass ich das immer wieder probiere. Hier ein bisschen engagierter, unscharf, unscharf, wird immer schärfer, hier wieder extrem unscharfe Bilder, hier auch, wie die Person ins Unscharfe rausgleitet, Anfang und Ende sollten sich irgendwie annähern, hatte ich mir so gedacht. Und da merke ich im Anschauen der Kontaktbögen, es geht nicht nur darum, eine Stunde mit einer Person und einen Film, sondern irgendwie ist da eine Bildsprache, die mir selber so nicht bewusst war. Und das sehe ich an dem Kontaktbogen. Hätte ich das digital gemacht oder hätte ich nur meine Highlights aufgehoben oder nur die 5 Bilder gescannt, die mir hier jetzt gefallen hätten auf dem Film, wären diese Ausrutscher gar nicht drauf. Hier auch eine Stunde, eine Person, ein Film. Und ich sehe wieder Unschärfe, Schärfe, Vordergrund, Hintergrund. Und am Schluss wusste ich nicht, ist noch ein Bild drauf, Bild 35, 36, 37, weiß man ja manchmal nicht. Und dann bin ich mit drauf. Ich dachte gar nicht, dass ich mir selber so wichtig bin in der Arbeit, aber irgendwie komme ich immer wieder mit Porträts, Selbstporträts in meine eigenen Filme rein und vielleicht sollte ich mich mal mit dem Thema beschäftigen, obwohl mir das nie klar war, dass das ein Thema ist, weil es auf so vielen Kontaktbögen der Fall ist, dass ich drauf bin. Hier, der ist sehr dunkel, aber er ist ja mit der gleichen Helligkeit belichtet worden beim Kontaktmachen wie dieser Film. Das heißt, ich sehe, der Film ist eigentlich unterbelichtet und kann beim Vergrößern dann schon sehen, dass ich da anders die Bilder vergrößern muss und anders belichten muss und vielleicht ein anderes Papier nehmen muss, weil er unterbelichtet ist. Das habe ich schon geahnt beim Fotografieren, aber das Licht war halt nicht so doll und deshalb musste ich mit dem arbeiten, was ich hatte. Und es war eine Familienfeier und ich wollte jeden Gast einmal fotografiert haben, manche zwei, dreimal. Dann war wieder ein Bild noch übrig. Was mache ich mit dem Bild? Ich fotografiere so eine Plakatwand, an der ich regelmäßig vorbeikomme, wenn ich Farbfilme entwickeln lasse. Ist da immer so eine abgerissene Plakatwand. Und das ist auch ein Thema, was mir nicht bewusst ist, was immer wieder auf Kontaktbögen vorkommt. Das ist auch ein typischer Kontakt. Das ist das Thema, was ich mir gestellt habe hier. Ich wollte Parkhäuser fotografieren, ist mein Diplom gewesen. Aber auf dem Film sind noch andere Themen drauf. Mir ist nicht klar gewesen, dass ich dieses Haus und diese Kreuzung so oft fotografiert habe. Auch die Porträts, die Personen, die hier drauf sind, kommen immer wieder in all den Jahren in meinen Kontaktbögen vor. Und das sehe ich auch an Arbeiten von Workshop-Teilnehmern oder Leute, die gar keine Erfahrung mit Fotografie haben, die das zum ersten Mal machen vielleicht, dass es ein Thema gibt. Das hat vielleicht der Dozent, also in dem Falle ich, vorgegeben. Und dann ist noch ein Bild frei. Und dann machen die Leute irgendwas, was gar nicht zum Thema passt, weil halt noch Platz auf dem Film ist. Hier waren wir alle zusammen fotografieren, Berlin Mitte, Architektur, eigentlich haben alle ähnliche Bilder. Und dann geht die Person alleine los und macht Fotos, die komplett anders sind als die Bilder, die andere gemacht haben. Weil ab hier, also bis hier ist eigentlich Aufgabe erfüllt. Und diese Atmosphäre, die hier reinkommt, das führt die Workshop-Teilnehmerin zu ihrer Bildsprache. Und sie hat noch nie sowas vorher gemacht, das heißt, das ist ihr Film. Und wenn sie den 20 Jahre später anschaut, wird sie vielleicht hier einzelne Sachen sehen, die viel mehr mit ihr zu tun haben als der Teil, den ich vorgegeben habe oder wo wir als Gruppe waren, wo so ein Gruppenzwang auch herrscht, wo alle den Fernsehturm fotografieren. Das ist nicht ihr Thema. Aber ein Späti im Dunkeln oder eine U-Bahn-Station oder eine Brücke im Nebel, habe ich das Gefühl, ist viel mehr ihr Thema, führt sie viel mehr zu ihrer Bildsprache oder zu diesem, das ist dein Ding, das musst du finden. Und es reicht schon ein Kontakt, ein bisschen da Themen zu finden. Günstiger ist natürlich, wenn man hunderte Filme hat und immer wieder das sehen kann und immer wieder Themen sich einmogeln in die Kontaktbögen.
Hier habe ich auch einen sehr alten Kontaktbogen. Hier habe ich eine Skulptur fotografiert. Das ist nicht der ganze Film. Wo ist der Rest? Ich habe mich um die anderen Bilder, die hier drauf sind, betrogen, könnte ich sagen. Ich kann jetzt nicht mehr sehen, was mir damals durch den Kopf ging. Das ist wie ein Tagebuch, wo ich die Hand drauflege und das zensiere, was hier unten ist. Vielleicht habe ich hier Aktfotos gemacht und wollte der Person, für die diese Skulptur fotografiert wurde, die Aktbilder nicht zeigen. Kann sein, ich erinnere mich nicht mehr. Vielleicht hat mir einfach nichts gefallen von dem, was hier unten kam, oder der Film ist nichts geworden. Ich würde das heute mit auf den Kontaktbogen machen, weil auch die nichts gewordenen Bilder birgen für mich ein Geheimnis, was mich weiterbringt. Das empfehle ich nicht. Macht alle 36 Bilder auf einen Bogen. Hier ähnlich, hier sind zwar alle auf einem Bogen, aber es fängt hier so an, dann muss ich so machen, ich musste damals Papier sparen und das ist hier auch irgendwie ein zerrissenes Papier, keine Ahnung, vielleicht hat einer eine Packung übrig gehabt, hat mir die in die Hand gedrückt und ich wusste nicht so, wie es macht. Das macht gar keinen Spaß, sich den Kontaktbogen so richtig anzugucken. Zumindest ist der ganze Film drauf. Oft erlebe ich das, dass die erste Hälfte ist von dem einen Workshop-Teilnehmer, die zweite Hälfte vom anderen Workshop-Teilnehmer. Wie will man das teilen? Vielleicht war das hier der Fall. Wenn ihr euch weiterentwickeln wollt, wenn ihr euer Thema finden wollt, dann hebt euch die missratenen Bilder auf. Und in der Datenbank gehen die auch irgendwie verloren. Das kennt ihr von eurem Handy. Man hebt sich die Bilder auf, die man toll findet. Andere löscht man ziemlich schnell. Und der Kontaktbogen, der schafft, dass man alle Bilder aufhebt. Und ich hätte es nicht gedacht, aber es gibt Bilder, die ich doof fand und die ich dann aber Jahrzehnte später, also aus den 90er Jahren bis heute, ist ja schon eine Weile, die ich dann vergrößere. Zum Beispiel den hier, die Punkte sind fürs Scannen, die habe ich gescannt, aber ich habe die noch nie vergrößert. Irgendwie fand ich das doof, ich hatte andere Erwartungen an den Film. Aber ich werde ihn nicht wegschmeißen und ich hefte ihn so ab, dass der Kontaktbogen bei dem Film so mit dran ist. Und so ist er in meinem Aktenordnersystem und dann blätter ich die durch. Manche Fotografen machen die Kontaktbögen extra. Dann hat man dann so einen Stapel Kontaktbögen hier und kann sich die anschauen. Eine Sache, damit dieses System funktioniert, dass man an seinen Kontaktbögen sein Thema oder seine Bildsprache findet, ist nämlich, dass man sich die Sachen regelmäßig anschaut, dass die schön in einer Kiste drinne sind und dass man, wenn man irgendjemandem ein Geburtstagsgeschenk machen will, mal so durchblättert und überlegt, welches vergrößere ich denn? Oder wenn man irgendwie noch gar nicht so richtig weiß, was man vergrößern will, blättert die mal durch und dann fallen einem so eine Sachen auf, dass man Bilder entdeckt oder Experimente entdeckt, von dem man gar nicht so richtig wusste, dass man sie macht als Experiment. Und das empfehle ich. Ja, auch wenn man digital fotografiert und gar nicht die Möglichkeit hat für Kontakte, oder wenn man alles entwickelt und scannt und gar keine Kontaktbögen machen kann oder will, würde ich empfehlen, den Film in einen Ordner zu machen. Und auch dieses Bild, wenn das Labor das auch gescannt hat, nicht wegschmeißen. Vielleicht macht ihr irgendwann eine Ausstellung mit nur diesen First of the Roll. Da gibt es super Bildstrecken mit solchen abstrakten Motiven, die ich vielleicht damals weggeschmissen hätte, aber durch den Kontaktbogen werde ich daran erinnert, sie sind da. Ja, wie der Kontaktbogen konkret hergestellt wird, kann ich vielleicht noch mal in einem anderen Video zeigen. Aber dass sie da sein sollten, das wollte ich euch in diesem Video zeigen und ich wünsche euch viel Spaß beim Kontaktbögen anschauen und damit Tagebuch lesen. Und selbst wenn ihr Urlaubsfotos macht und euch gar nicht so richtig professionell mit für Fotografie interessiert, macht mal von einem Film einen Kontaktbogen, lasst es mal in einem Labor machen und kein Indexprint, sondern ein echter analoger Kontakt, wo das Negativ auf dem unbelichteten Fotopapier gelegen hat. Man kann diesen Kontaktbogen schon als Erinnerung verschenken und so eine Sachen, die habe ich dann auch den Leuten gegeben und teilweise haben sich die Leute den Kontaktbogen eingerahmt und CO Berlin und andere Galerien hängen auch die Kontaktbögen der Fotografen teilweise
nehmen die Bilder, weil dann sieht man, das ist das Bild, was in die Geschichte einging, aber was ist danach und was ist davor passiert, das ist total interessant. Und diese Kontaktbögen sich später anzuschauen, ist für euch eine Freude. Selbst wenn ihr nur euren Hund fotografiert, wird dazwischen vielleicht ein Bild von euren Geschwistern, euren Eltern, euren Kindern sein. Und dann kriegt der Film Jahre später nochmal eine andere Bedeutung. Viel Spaß damit. Danke fürs Zuschauen und Zuhören.